Da sind so die dicken Regenwolken und jetzt haben wir Glück, die Sonne kommt raus. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin seit etwa 10, 15 Minuten in meinem Garten und wollte mal so nach dem Rechten schauen. Bei uns gibt es die letzte Zeit Dreckswetter. Ich bin ja mit allen Wettern zufrieden, egal wie. Ich kann es ja nicht ändern. Also kann man auf die beste Art und Weise versuchen, damit zu leben und das mache ich auch. Schöner Vogelgesang nebenbei. Ui, wer flog hier denn? Oh ja. Also, Vogelgesang wird uns wahrscheinlich begleiten. Anstatt Sturmschäden zu begutachten, werde ich mal gucken, was von der Ernte noch alles so da ist. Das ist eine Amsel da oben. Hallo? Nachdem bei mir hier nicht mehr gebrütet wird, vielleicht ist das so jetzt das Dankeschön. Vorher wurde immer gemeckert, wenn ich hier hinten in der Gegend war. Da gab es das Gemecker von den Vögeln, das merkt man ja so im Ton. Aber ja, jetzt wird gesungen und ich freue mich sehr darüber. So, ich möchte jetzt ernten. Ich will mal gucken, was so übrig geblieben ist. Und werde jetzt ein bisschen was einsammeln gehen. Schnapp mir jetzt erstmal irgendwo eine Kiste oder so, weil ja, das eine oder andere wird bei rumkommen. Ich denke mal schon, dass ich so in so einem Bereich so viel mitnehmen möchte nach Hause. Deswegen, ich werde euch jetzt mitnehmen. Ab in die Beete, ich hole mir kurz eine Tüte und dann geht's los. Hier ist er und los geht's. Ah, schön, wie hier alles so wächst. Oh, und die Banane, toll. Oh, auch wieder gut besucht. Guckt euch das an. Hier ist richtig was los. Da sogar zu dritt. Krass. Ja, und hier vorne gibt's einiges. Kohlrabi. Ich denke mal, da werde ich mir einen mitnehmen und gönnen. Und zwar den hier. Ja, ich könnte unten die Wurzel stehen lassen. Dann blüht das Ding wahrscheinlich noch nachher. Aber ich werde das mal ganz entfernen. Und oh, guckt euch das an. So, hier habe ich noch ein Messerchen. So, das ist weg. War nicht so ganz clever hier auf der Kante. Aber verletzt habe ich ihn nicht. Und das bisschen, was jetzt kommt, kann er ja generell auch ab, deswegen da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. So. Düdü. So, ein bisschen was lasse ich noch dran für den Hauskompost. Irgendwie erinnert mich das gerade an Harry Potter. Na, wer weiß, was ich meine. Nun ja, ein paar Sachen soll es geben. Kohlrabi ist immer gut. Jetzt habe ich hier noch einen drin, den will ich auch drin lassen. Tomaten wachsen wunderbar. Das ist ja die frühe Martina. Wobei ich dann nochmal recherchieren möchte, ob das eine Buschtomate war oder ob die wirklich in die Höhe wächst. Weil wenn die in die Höhe wächst, muss ich die unbedingt ausgeizen. Ja, muss ich mir unbedingt noch eine Erinnerung irgendwie machen, dass ich daran denke. So, und hier vorne, hier habe ich ja jede Menge ausgesät. Aber es gab die ein oder andere Möhre da vorne. Aber jetzt bin ich hier fast die Gurken übergangen. Dafür hole ich mal euch näher ran. So, während ich hier raufsteige, könnt ihr schon ein bisschen die Gurke begutachten. Und hier haben wir eine kleine, ich nehme euch das mal aus dem Weg. Es sind ja weiße Mini-Gurken angesagt. Ich hatte auch schon ein bisschen was mit zum Probieren, fand die echt lecker. Will aber nochmal in den Größen variieren. Und die ist ja noch ziemlich klein. Die auch, aber wenn sie Mini-Gurke heißen, dann werden sie auch mini-erntbar sein. Also ich habe zwei Größen ausprobiert. Eine, da war sie schon gelb. Boah, ist das pustig. Ne? Also die nehme ich jetzt erstmal ab. So, Nummer 1. Und da vorne noch eine zweite wunderschöne. Ja, und ich sehe hier an allen Ecken und so, da sind sie überall am Wachsen. Also toll, da kommt richtig was bei rum. Und ich muss sagen, als Snack-Gurken gefallen mir diese Art von Gurken. Ey. Ja, es bleibt weiter pustig. Da werden wir in diesem Video wohl mit leben müssen. Also, das sind die weißen Mini-Gurken. Ich hoffe, ihr konntet sie gut sehen, weil ich sehe, hier vorne ist die ganze Zeit was in der Linse. Schauen wir mal. So, und hier sehe ich schon ein bisschen was. Also, es sind keine Riesenmöhren. Also, mit Geduld auf jeden Fall. Aber ich snack ja ganz gern und für mich müssen die nicht riesig sein. Ach, wie schön. Ah, sowas mag ich, ja. Dann gibt es auch noch ein Gegenstück zu, mit Sicherheit. Toll. Ja, da ist noch was Dickeres.
Ich kriege heute die wunderschönsten Möhren raus. Schön, das freut mich. So, und hier haben wir, glaube ich, noch... Das hat Potenzial. Ja, lass auch nicht locker. Schau mal einer, guck. Die werden schon ein bisschen größer. Freut mich. Sehr, sehr, sehr schön. Tolle Möhren. So, die kommen auch mit rein. Was haben wir denn noch in meinem Garten? Da gibt es auch noch schöne Radieschen. Schauen wir mal nach Radieschen. So, da geht es einmal hier lang. Aber bevor ich zu den Radieschen gehe, da könnte ich eigentlich noch ein paar dicke Bohnen wieder mitnehmen. Da gibt es sicherlich noch tolle, dicke Bohnen. Oh, hauaha. Das sind ja Apparate. Ich hoffe, so groß schmecken die auch noch. So, was meint ihr? Ist doch nur alles gut, ne? Mit Sicherheit. Ansonsten werden die getrocknet und dann habe ich gleich Saatgut fürs nächste Mal. Habe ich nichts zu verlieren. Und ich glaube, die reichen auch schon. Upsi. So, 5 Stück rein. Oh, Kapuzinerkresse ist auch wieder mehr zu sehen, sehe ich gerade. Da kann ich... Ne, die lassen wir erstmal in Ruhe wachsen. Aber sie verbreitet sich und dann werden da später auch Blüten und Blätter geerntet. Aber noch ist es noch nicht im Überfluss da, deswegen lasse ich das noch in Ruhe. Radieschen, 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 aber hier kann ich jetzt gerade nicht vorbeigehen. Hier gibt es noch Erbsen. Fast übersehen. So, ich denke, das kann sich doch sehen lassen. Haben wir schon ein paar Dinge zwischen. Ich bin fast jeden Tag am Ernten, auf jeden Fall jeden Tag, den ich hier bin. Weil so viel schlechtes Wetter und es war bei uns mega stürmisch. Also deswegen, ich habe mit viel mehr gerechnet, ehrlich gesagt, und irgendwie ist gar nichts zu sehen an Schäden. Also mein Garten ist stark und er hält das gut durch. Wunderbar. Ja, ein paar gibt's schon. Ach, ich sammle erstmal weiter. Gucken, was da so insgesamt bei rumkommt zum Snacken. Ja, hier unten ist jetzt gerade nichts zu sehen. Da war ich auch schon ordentlich am Pflücken. Oh, Kichererbsen, wunderbar. Ui, okay. Da, hier so ein schöner Apparat. Kann sich schon sehen lassen. Ich pack die mal doch zur Seite. Das macht einfach alles einfacher. Die ist zu dünn. So, hier ist noch einiges versteckt. Oh, ich habe hier schon so viele Erbsen rausgezogen. Also nach diesem Prinzip werde ich das wieder machen. Eine super tolle Anbaumethode, den Platz zu begrenzen nach außen, hier mit Stöckern. Da habe ich auch andere Versuche schon mal gesehen. Hier unten versteckt sich auch noch eine. Zum Snacken reicht das auch schon fast. Keinen Bauchweh kriegen. Nee, hier war ich letztes Mal schon ordentlich am Pflücken. Da haben wir noch was. Da haben wir auch noch was. Ja, im Grunde genommen gucke ich auch ein bisschen von oben. Hier gibt es sicherlich noch die ein oder andere Stelle, wo es was Schönes zu ernten gibt. Aber naja, soll ja fürs nächste Mal auch reichen. Na, hier habe ich noch 2. Hallo, Mutter. Ui. Schaut mal, wer da am Gartenzaun ist. Meine Mutter ist da. Hallo. Hallo. Was hast du denn Schönes mitgebracht? Acanthus mollis. Acanthus mollis. Das ist hier der wahre Bärenklau. Der wahre Bärenklau. Ja, der, pass mal auf, den zeigen wir doch gleich mal. Hast du so viel Luft? Ja. Super. Dankeschön. Und das ist der was? Was sagtest du? Wahrer Bärenklau. Ich schicke dir mal ein Bild. Das muss noch rein. Wahrer Bärenklau. Das wird eine super Rispe. Eine super Rispe. Ganz lila grau. Würdest du mir nicht lieber zeigen, wo ich das pflanzen könnte? Weil das ist immer mein größtes Problem. Das grüne Ding soll jedenfalls wieder zurück. Heute schon oder was? Nein. Okay, alles klar. Nee, das weiß ich. Wo könnte das denn hin? Jetzt nehme ich doch die Kamera mit. Wo hast du dein Blümchen sonst? Nimmst du das Pflänzchen und ich nehme die Kamera? Ja. Wunderbar. So. So, nützt ja nichts, wir müssen nochmal anfangen. Okay. So, Mutter, was haben wir da jetzt Schönes? Den Bärenklau, den echten, ja, oder? Den wahren Bärenklau. So, und jetzt sollst du mir ein bisschen helfen, mir mal zeigen, wo sowas hin kann. Ich hätte das jetzt hier vorne, hier irgendwo. Da ja, hätte ich. Das wäre ganz gut, weil von der Optik her. Wie viel Platz braucht der denn? Der braucht viel Platz, der Durchmesser? Der wird schon. So ein Meter ist zu viel, ne? Also nicht so viel wie eine Zucchini, sondern eher so wie eine Tomate oder so. Ja, der wird schon, breitet sich schon ganz schön aus. Okay. Ja, dann würde ich den da hinhauen, glaube ich. Hier zwischen Gurke und Dingens. Ja, hier bei dem
welchen Malbe. Das passt, oder? Ja. Hier ist noch viel Beikraut drin, was Kohlrabi, noch raus möchte. Nee, Kohlrabi ist ja auch dazwischen, ne? Ja, ich glaube Rosenkohl. Ja. Und du hattest irgendwie von... Oder Rotkohl, ich weiß es alles nicht mehr. Ja, wird sich irgendwann zeigen. Nee, an sich ist es von der Seite geschützt. Ich glaube, das buddel ich gleich noch ein. In Ruhe. So, jetzt kümmere ich mich um meinen Besuch und ihr seid erstmal auf Pause. Es wird deutlich pustiger jetzt gerade. Meine Mutter habe ich gerade verabschiedet, so ein bisschen im Garten rumgetingelt, das ein oder andere angeguckt. Aber ja, der Wind wird schon wieder doller, Regen im Anmarsch, wird sicherlich gleich einen Schauer geben. Und ich möchte noch ein bisschen ernten für euch. Nee, für mich, aber für euch. Kommt man näher ran. So, was haben wir denn hier Schönes? Also Trittfläche, da muss ich noch mal was dran machen. Das gefällt mir nicht mit meinen großen Latschen. Also wir nehmen hier mal ein paar Eishöpfen-Radieschen mit. Das sieht dann so aus. Ach, meine Mutter habe ich gerade ein paar mitgegeben für zum Probeverzehr für meine Eltern. Ja, die anderen waren ein bisschen größer noch, aber das macht überhaupt nichts. Ich brauche nicht so viel. Zwei reichen auch. Die sind sehr, sehr, sehr kräftig. Und ja, hier haben wir dann noch ein paar Radieschen. Zack, zack. Ach, die sehen toll aus. Ich hatte ungelogen jetzt gerade, vorgestern glaube ich, habe ich geerntet, genau. Also das kann ich gar nicht machen. Also so ein Apparat. Okay, kann man das sehen? Also das ist so und ich hatte echt riesen Apparate dazwischen. Die sind noch alle etwas kleiner. So, ich spüre schon Regen im Anmarsch, die ersten Tropfen kommen und wir hüpfen mal schnell weiter, ob ich noch irgendwas holen kann. So, das ist ja jetzt schon einiges. Weiter geht's. So ihr Lieben, zu nass darf das Handy jetzt nicht mehr werden. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Ich habe doch genug, ist genug Ernte. Bärenklau oder wie es hieß, werde ich später irgendwann einpflanzen, aber nicht heute. Da kommen dicke Wolken und ja, ich möchte dann auch möglichst trocken nach Hause und werde einfach jetzt hier mal abbrechen. Also, es freut mich für alle, die dabei waren. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch weiter eine schöne Sommer- und Ferienzeit und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, euer Lars. Bis dann und weg. Ich sage euch das, es ist gerade so, so schön am Regnen. Ich habe nach Hause Spaziergang, der mir richtig gut gefällt. Ich werde auch gerade schon beobachtet. Ja, das ist immer auch hier so ein Weg, den ich gerne längs gehe. Und hier gab es eine schöne Entwicklung, weil hier denkt jemand an die Bienen. Sieht so schön aus. Ein richtig, richtig langer Streifen. Der geht auch noch bis da hinten hin. Schönes Fleckchen Erde. Also echt toll. Schönes Insektenbuffet. So, und ich werde mal weiter meinen Spaziergang genießen, denn so nass darf das Handy nicht werden. Ein bisschen was kann das ab. Jetzt habe ich mich für den Weg hier entschieden. Ein bisschen Abenteuer mit Lars, für alle, die dran geblieben sind. Oh, guck mal, wie ich lächle. Das ist so schön. Wir haben zwar irgendwie nur 17, 18 ist gerade im Moment. Und richtig schönes Drecks-Schiedwetter. Ach, schön. Genieß jetzt noch ein bisschen Regenspaziergang. Kann ich euch da draußen auch empfehlen, eine richtig schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich hier sein darf, aber hier steht kein Schild. Und irgendwie ist das schön, so hinter den Gärten durchzulaufen. Hier so links und rechts sind überall Gärten. So ihr Lieben, jetzt aber weg und weg und tschüss. Und ich hatte einen wunderschönen Regenspaziergang. Es war richtig herrlich gerade. Ja, muss nicht immer warm sein. Hat jetzt auch mal so funktioniert. Echt schön. So, jetzt bin ich aber wirklich raus. Oh, schön, dann muss ich hier nicht gießen.